Noch 35% der Deutschen haben auch nur noch ansatzweise Vertrauen in Journalisten. Journalisten sind diejenigen, die den schlechtesten Ruf in Deutschland genießen, das schlechteste Ansehen haben. Früher waren das Autoverkäufer, heute sind es ganz eindeutig Journalisten. Das hängt aber auch damit zusammen, dass immer weitere Teile der Bevölkerung, egal ob sie nun politisch eher links oder eher konservativ sind, mitbekommen haben inzwischen, dass Journalisten zum korruptesten Berufsstand in Deutschland gehören. Kann man an einem ganz einfachen Beispiel klar machen, kann jeder sofort nachvollziehen. Journalisten sind diejenigen, die angeblich immer Korruption bei Unternehmen, bei Politikern enthüllen, sind aber selbst der korrupteste Berufsstand. Es gibt Internetseiten für Journalistenrabatt. Wer einen Presseausweis hat, der beansprucht bis zu 50% Journalistenrabatt bei Unternehmen, was eine Art von Korruption ist, die ist anerkannt unter Journalisten, das macht man. Der Normalbürger, der Durchschnittsbürger sagt sich, was soll das? Derjenige berichtet über Korruption irgendwo in einem Unternehmen, ist selbst noch viel schlimmer und findet es selbstverständlich, dort abzukassieren. Das hat den Ansehensverlust genauso wie die regelmäßige Falschberichterstattung ganz gehörig in den Keller rauschen lassen. Jetzt gibt es ja selbst aus dem eigenen Erleben ein paar schöne Beispiele. Denkt man ja, dass beispielsweise eine Berichterstattung über einen militärischen Konflikt, eine Kriegsberichterstattung etwas ist, wo man sagt, also da kommt es nun auf Genauigkeit und Wahrheit an, aber da wird richtig getürkt. Also ich habe mehr als ein Jahrzehnt lang Kriegsberichterstattung für die Frankfurter Allgemeine Zeitung gemacht und bin völlig naiv dahin gefahren. Beispielsweise 1988 im irakisch-iranischen Krieg, den es damals noch gab, der ging von 1980 bis 88. Da reiste ich nach Bagdad, wurde an die Kriegsfront geschickt. Da waren viele erfahrene Kriegsberichterstatter. Ich hatte damals keine Ahnung davon, wie man sowas macht. Sah, als wir in Bagdad gesammelt wurden, in einen Bus einstiegen, dass jeder einen Benzinkanister dabei hatte und dachte, oh Gott, das ist bestimmt, wenn der Bus mal liegen bleibt, damit wir Sprit für unterwegs haben. Hab nicht nachgefragt. Wir fuhren also stundenlang durch die Wüste in Richtung Iran und hielten auf mal an einem Ort, wo nichts, aber auch gar nichts los war. Da waren längst ausgebrannte Mannschaftsfahrzeuge, gepanzerte Mannschaftsfahrzeuge, ein Panzer war dort. Die erfahrenen Kriegsberichterstatter gingen wie selbstverständlich dorthin, haben ihre Benzinkanister genommen, ausgekippt, eine brennende Zigarette reingeworfen, sodass das Ganze mit einem lauten Knall sich entzündete, haben ihre Kameras aufgebaut, haben sich davor postiert und haben dann ihre Kommentare gesprochen. Ich habe das nicht so ganz verstanden, bis dann irakische Begleiter, die mit dabei waren, mit Maschinenpistolen auch noch durchs Bild gingen und sah dann, wie auch deutsche Fernsehkommentatoren sagen, wir berichten hier live von der irakisch-iranischen Kriegsfront, diese lodernden Flammen im Hintergrund. Und dann duckten die sich aber zwischendurch immer so etwas. Und ich habe dann hinterher jemanden gefragt. Das eine habe ich verstanden. Also man steckt etwas in Brand, wo gar nichts ist, behauptet, es sei Krieg hier. Aber warum macht ihr immer noch so dabei? Und ja, ganz einfach. Da wird jetzt noch Maschinengewehrknatter auf die Tonspur gespielt und dann kommt es richtig gut rüber beim Fernsehzuschauer. Um das Ganze kurz zu machen. Damals gab es noch keine Mobiltelefone. Als ich wieder in Bagdad war, hat es 24 Stunden gedauert, bis ich eine internationale Telefonleitung bekam, rief meine Familie, meine Mutter an und die sagt, Junge, du lebst. Ich habe doch im Fernsehen gesehen, wie du umgekommen bist, wie du mitten im Schlachtengetümmel da umherliefst und wie geschossen wurde. Mein Gott, bin ich froh. Und ich habe meiner Mutter zu erklären versucht, da war nichts, gar nichts. Da hat einfach nur ein Auto gebrannt, ein paar Panzer haben gebrannt, da war einfach nichts. Damals habe ich zum ersten Mal mitbekommen, am eigenen Leib, wie Journalisten lügen, wie sehr man Zuschauer hinters Licht führt und das regelmäßig. Der Normalbürger, der Durchschnittsbürger sagt sich, was soll das? Derjenige berichtet über Korruption irgendwo in einem Unternehmen, ist selbst noch viel schlimmer und findet es selbstverständlich, dort abzukassieren. Das hat den Ansehensverlust genauso wie die regelmäßige Falschberichterstattung ganz gehörig in den Keller rauschen lassen. Jetzt gibt es ja selbst aus dem eigenen Erleben ein paar schöne Beispiele. Denkt man ja, dass beispielsweise eine Berichterstattung über einen militärischen Konflikt, eine Kriegsberichterstattung etwas ist, wo man sagt, also da kommt es nun auf Genauigkeit und Wahrheit an, aber da wird richtig getürkt. Also ich habe mehr als ein Jahrzehnt lang Kriegsberichterstattung für die Frankfurter Allgemeine Zeitung gemacht und bin völlig naiv dahin gefahren. Beispielsweise 1988 im irakisch-iranischen Krieg, den es damals noch gab, der ging von 1980 bis 88.
Da reiste ich nach Bagdad, wurde an die Kriegsfront geschickt. Da waren viele erfahrene Kriegsberichterstatter. Ich hatte damals keine Ahnung davon, wie man sowas macht. Sah, als wir in Bagdad gesammelt wurden, in einen Bus einstiegen, dass jeder einen Benzinkanister dabei hatte und dachte, oh Gott, das ist bestimmt, wenn der Bus mal liegen bleibt, damit wir Sprit für unterwegs haben. Hab nicht nachgefragt. Wir fuhren also stundenlang durch die Wüste in Richtung Iran und hielten auf mal an einem Ort, wo nichts, aber auch gar nichts los war. Da waren längst ausgebrannte Mannschaftsfahrzeuge, gepanzerte Mannschaftsfahrzeuge. Ein Panzer war dort. Die erfahrenen Kriegsberichterstatter gingen wie selbstverständlich dorthin, haben ihre Benzinkanister genommen, ausgekippt, eine brennende Zigarette reingeworfen, sodass das Ganze mit einem lauten Knall sich entzündete, haben ihre Kameras aufgebaut, haben sich davor postiert und haben dann ihre Kommentare gesprochen. Ich habe das nicht so ganz verstanden, bis dann irakische Begleiter, die mit dabei waren, mit Maschinenpistolen auch noch durchs Bild gingen und sah dann, wie auch deutsche Fernsehkommentatoren sagen, wir berichten hier live von der irakisch-iranischen Kriegsfront, diese lodernden Flammen im Hintergrund. Und dann duckten die sich aber zwischendurch immer so etwas. Und ich habe dann hinterher jemanden gefragt. Das eine habe ich verstanden. Also man steckt etwas in Brand, wo gar nichts ist, behauptet, es sei Krieg hier. Aber warum macht ihr immer noch so dabei? Sagt er, ganz einfach. Da wird jetzt noch Maschinengewehrknatter auf die Tonspur gespielt und dann kommt es richtig gut rüber beim Fernsehzuschauer. Um das Ganze kurz zu machen. Damals gab es noch keine Mobiltelefone. Als ich wieder in Bagdad war, hat es 24 Stunden gedauert, bis ich eine internationale Telefonleitung bekam, rief meine Familie, meine Mutter an und die sagt, Junge, du lebst. Ich habe doch im Fernsehen gesehen, wie du umgekommen bist, wie du mitten im Schlachtengetümmel da umherliefst und wie geschossen wurde. Mein Gott, bin ich froh. Und ich habe meiner Mutter zu erklären versucht, da war nichts, gar nichts. Da hat einfach nur ein Auto gebrannt, ein paar Panzer haben gebrannt, da war einfach nichts. Damals habe ich zum ersten Mal mitbekommen, am eigenen Leib, wie Journalisten lügen, wie sehr man Zuschauer hinters Licht führt und das regelmäßig.